Irgendwie verlockt es mich gerade, ein Kaugummi zu essen, dann kann ich aber schlecht sprechen. Wir sind auch auf der Bühne. Wir sind eh die coolsten. Falls es jetzt noch in diesem Video laggt, ihr wisst ja warum. Habe ich ja im vorigen erklärt. So. Wie sieht's mit uns aus? Alles in Ordnung. Okay, wo oben müssen wir hin? Shiva. Ist Shiva jetzt ein Dorf oder ist... Weil Odin ist ja, ach, da ist übrigens die Karte jetzt eingeblendet. Gehen wir einfach mal nach Shiva. Und werden in einem epischen Kampf verwickelt mit drei Medusen. Ja, Kampf muss zwischendurch natürlich auch mal sein, ne? Ich will euch ja nicht alles vorenthalten in diesem Spiel. Also ein bisschen Kampf müsst ihr auch daher ertragen, weil wo soll ich das ganze Geld sonst in dem Spiel herbekommen? Wir haben nämlich schon so viel verloren. 400 Euro, glaube ich, an sich müssen noch auf der Bank in Xero legen. Sofern ich mich daran richtig erinnere. Und oh, da wäre jetzt ein Kaugummi für mich. Das habe ich gerade in der Hand. Soll ich's? Nee. Oder nicht beim Let's Play. Das geht doch nicht. Oh, es sieht im Olaf sehr schlecht gestellt aus. Oh, um Sebastian wahrscheinlich gleich auch. Wir haben ja die Tränke gekauft und durch das Kaufen der Tränke. Also eigentlich lohnt sich das gar nicht für mich jetzt hier, weil das kann ich euch nicht erklären. Doch kann ich euch, werde ich euch noch erklären. Das bekämpfen wir manche jetzt. Aber du levelst dich doch dabei auf, ja. Ach, Emily ist gerade am Verrecken. Ja, das ist ja was ganz anderes. Ist ja gar nicht Olaf. Ja, auch gestorben. Das heißt, es gibt jetzt 2100. Okay, es lohnt sich doch für mich. Item. Normaler Trank auf Emily. Sonst geht's eigentlich alle noch relativ gut. Kleiner Trank auf Olaf. Und auf... Ah ne, es war Sebastian. Und auf Olaf. Ja, uns geht's natürlich immer noch gut. Ja, perfekt. Ich will raus hier. Also, Shiva. Wir schauen einfach mal nach. Hier geht's zu Odin. Dann muss Shiva mal ein wenig weiter unten liegen. Hier. Da. Ist das Shiva? Ist Hyperia. Shiva liegt direkt hier drin. Wirklich? Wartet kurz. Item. Beliebter Speicherstein. Spielstand 12. Hier ist Hyperia drin. Hä? Shiva. Hyperia, was geht jetzt hier ab? Rote Drachen sind da nur drin. Komisch. Nö, das ist aber... Da ist nichts mehr. Ja, dann gehen wir... Ah, jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Okay. Ja, dann schauen wir es halt jetzt. Schauen wir mal nach. Weihnachtsmann. Ah, ein mit roten Helmchen. Mitzimmer natürlich. Ah, leck das Spiel. Heute ist auch irgendwas wieder im Busch. Ist das hier so eine Art lustiges Labyrinth oder was? Ich will wieder raus. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Dann gehen wir doch lieber auch jetzt schon zum Weihnachtsmann. Denn der hat uns ja sicherlich lieb. Über Wasser gelaufen. Wo ist denn der Weihnachtsmann? Ja. Da. Der ist hier drin. Also Kinder, der lebt hier in diesem komischen Tee. Und zwei. Immer der Nase nach. Was ist das denn da hier? Kann man drauf gehen? Komisch. Aber ich sehe ihn nicht. Das ist bestimmt ein Rätsel oder sowas. Ja, das ist für mich zu kompliziert. Wo haben wir denn angedockt?
Was ist das denn hier überhaupt? Waren wir hier schon? Das ist die Hilo. Ja, da waren wir schon. So, dann schauen wir mal, dass wir erstmal von diesem Kontinentchen hier runterkommen. Ist ja ziemlich kalt hier, ne? Okay. Ja. Hier haben wir irgendwo angelegt, ne? Da. Ja. Dann geht es jetzt nach Malmin, weil da gibt es noch was zu erledigen. Ist auch für kostenlos. Ne, wir wollen näher ins Geschehen dran. Direkt hier hin. Oh, epischer Kampf. Ein Schleim. Ob wir den besiegt kriegen, das weiß ich aber nicht. Ja. Wow. Wie cool. Weil in Malmim, wissen wir, gibt es in unserem Keller was Tolles zu machen. Und zwar dieser Computer. Ah, ich habe mein Kaugummi schon fast ausgepackt. Drei Schichten. Ja, genau. Und zwar hier. Und zwar hier am Computer. Denn mit dem Computer kann ich neue Fähigkeiten erlernen. Da, 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 da. Level 10. Lady Angel oder Master Angel? Devil Angriff oder Lady Angriff? Master Angriff. Jetzt kann ich meinen Geist gehen und habe die Fähigkeit. Er geht von selber. Und ich habe mir gerade das Kaugummi in den Mund geschoben. Herrlich. So, mit dem Computer kann ich neue Fähigkeiten lernen. Machen wir direkt mal alle. Level 15. Heilige Energie. Natürlich. Nur im Kreis. So, heilige Energie erlernt. Nochmal zum Computer. Der Computer kann sich neue Fähigkeiten lernen. Aha. Level 20. Höllenfeuer oder Himmelswasser. Höllenfeuer. So, jetzt geht's zum Heiligen Kreis. Höllenfeuer gelernt. Tü-tümp. Mit dem Computer kann ich auch immer neue Fähigkeiten lernen. Level 25. Höllenquallen oder heiliges Licht. Jetzt wird wieder was passieren. Neue Fähigkeit. Wow, wow, wow. Heiliges Licht gelernt. So, ich glaube, das war's. Level 30 sind wir noch nicht. Ja, Level 30. Okay. Bis zum nächsten Video.